Hallo und herzlich willkommen zurück. Wieder bei mir Katharina. Ja, hallo. Und wie man bei mir schon sieht, ist eine Nachricht von Big Point eingetroffen. Einfach weil ich so fame bin. Nein, natürlich nicht. Es gibt wieder einen schicken Bonuscode. Und zwar findet man den. Gut, hast du ja Code gesagt. Ja. Und zwar, wenn man die Newsletter abonniert, dann kriegt man ab und zu mal einen Code zugeschrieben. Der jetzige bringt halt 999 rote Essenzen, 5 universelle Heiltränke, 10 Dietriche, 3 Reparaturkisten und 3-mal der Fiesling-Weitwurf. Also die roten Essis würde ich auch nehmen. Ja, das hat ich mir gedacht. Ich kann dir mal eben zeigen hier. Ja, das Emote ist witzig. Ich finde das übelst geil. Das kann man nur nicht kaufen, oder? Doch, das kann man kaufen. Das ist aber das ist eins der teuersten. Ich glaube, über 20.000 Andermann. Ja. Und weg ist er! Juhu! Wie der hinterher guckt. Lauf ich erstmal durch dich durch. So. Ja. So, unsere Quests. Wie waren sie? Wir hatten 5 Minuten Pause, ich habe alles vergessen. Suche nach einem Reisestein in der Stillwasserbucht. Ich vermute mal, das ist der, der nach oben geht. Kann sein. Schauen wir mal. Möglich. Suche in der Nähe der Anlegestelle nach einem Hinweis auf Kaylins Aufenthaltsort. Das ist wahrscheinlich dieses Fragezeichen, was wir dort haben. Vermutlich. Und wir sollen 10 Skorupitel-Stachelgift sammeln und 10 Orbax-Sekrete. Okay, das wird wahrscheinlich wieder etwas länger dauern, dann werde ich wieder schneiden. Das ist ja kein Problem. Gut, dann gucken wir erstmal an die Anlegerstelle. Also zum Fragezeichen hin. Ich habe grüne Essenzen, die kann ich jetzt machen. So. Oh, eigentlich kann ich die grüne Essenzen verballern. Es gibt ja der neue. Echt? Ja. Mit mehr Schaden? Ja, die 50 haben dann? Nee, 45, glaube ich. Boah, kann ich übertreibend. Nachgucken? Nein. Nee, kann ich hier gerade nicht. Müsste ich woanders gucken. Da ist ein. Was soll das sein? Also noch nicht anklicken? Was soll das sein? Ich glaube, das ist ein Stück von ihrer Kleidung, oder? Oh lala, vielleicht ist sie nackt. Klick so an. Hinweis auf Kenneth Aufnahme ausgefunden. Da ist noch was. Noch ein Fragezeichen. Bei dir auch, ja, ne? Yep. Noch ein Fetzen. Die haben sie echt komplett ausgezogen. Oh lala. Ich find sie, ich find sie, ich find sie. Mann. Da hätte noch eins. Ich habe eine Doria-Robe bekommen. Toll. Ach ja, das ist jetzt auch neu, dass die, die Gegenstände, da steht nicht mehr verbesserte und außergewöhnliche Roben und sonstiges. Oder das haben sie komplett weggenommen, weil das Ding sind ja eh schon farbig. Hä? Und was steht in der zweiten Zeile bei dir? In welcher zweiten Zeile? Da steht doch Drachenschuppen, also bei mir steht jetzt Drachenschuppenfäustlinge und dann verbesserter Gegenstand. Wo meinst du? In der zweiten Zeile von dem Gegenstand. Wenn du da drauf gehst mit der Maus. Ach so, da steht ja gut, da steht da auch drauf. Aber ich meine, wenn du sie jetzt so findest, irgendwas Grünes oder was, steht da einfach so, nur noch, dass es halt ein Schädel ist oder was auch immer. Ja, das stimmt. Ein heimtückischer irgendwas. Heimtückischer Skorupitel mit Vampireffekt. Der müsste sich heilen, wenn man normal Standardangriffe auf ihn anwendet, ne? Hab ich gemacht, stundenlang. Wahrscheinlich heilt er sich nicht so viel. Hinweis. Hinweis auf Kenneth Aufenthaltsort gefunden. Cool. Jetzt mal wieder. Oh, Stinkeblume. Geil, geil. Ach, guck mal, da steht sie. Kenny gefunden. Hallo. Was und ihre Kleidung ist nicht mal kaputt. Seid ihr Freunde oder Feindin? Ah, ihr gehört zu einem Bündnis an. Und Königin Agrasha schickt euch. Agathon sei Dank. Sie sandte mich mit einer Gruppe Zwerge auf die Suche nach wichtigen Artefakten, die das Weltenherz schützen. Helft mir, Herrin, denn von unserem Erfolg hängt das Wohl der Welt ab. Das Bündnis muss hier zusammenstehen. Ja, dann stehen wir doch mal. Wir stehen alle drei zusammen. Errungenschaft erworben. Hast du auch gekriegt? Ja, das wäre jetzt eine Gefahr. Möchtest du vorlesen? Die blutigen Fratzen. Okay, also blutige Fratzen. Alle Kundschafter sind von Stammeskriegern getötet worden. Ich hatte es befürchtet. Als ich floh, wurde unsere Expedition von den Kreaturen des Dschungels angegriffen. Auch jetzt finden immer wieder welche mein Versteck, Venua 1998. Helft mir, die Bestien zu besiegen. Danach können wir dann dem Treiben hier auf den Grund gehen. Also wir müssen sie verteidigen. Verteidigungsquest. Oh, ups, warte. Dann drück ich mal auf Start, ne? Bist du bereit? Jupp. Das dürfte jetzt hoffentlich nicht so schnell sein. Rein, spam! Bam, rein.
Hey, meine Seite. Sie steht da so als... Oh, die macht ja sogar mit, ohne Zauberstab. Ja, kein Wunder, dass sie keinen Schaden macht. Ist hier noch was? Ach, da hinten. Guck mal, Ohrbugs. Sie kämpft mit ihren puren Fäusten. Das ist Mut. Sehr weiblich. Ah, er hat sie angegriffen. Nein. Der Ohrbugs war gerade bei mir weiß. Vielleicht war es ein Special Ohrbugs. Ich weiß es nicht. Das war einer. Sie ist gestorben. Und lebt wieder. Hast du auch gerade gesehen, wie die umgefallen ist? Ja, ich hab's doch vom Augenwinkel gesehen, den Pump. Okay. Seid bedankt, Shirley. Ich bin zwar Zirkelmagerin, aber selbst für mich ist dieser Dschungel in den letzten beiden Wochen sehr gefährlich geworden. Wir sollten schnell herausfinden, was hier vor sich geht, um die Artefakte zu finden. Wegen der Agrasha und Santa. Das können wir ja gerne tun. Sehr schön. Willst du vorlesen? Klar. Du willst nachschauen, warum die Kreaturen des Dschungels so aggressiv sind? Gute Idee. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr etwas wisst. Vielleicht findet ihr auch heraus, warum die zwergischen Kundschafter aus Andrakash getötet wurden. Blutegel und... Von den Skorpionen und von den Ohrbugs. Interessant. Okay, das... Sammel auch in meiner Freizeit ständig Blutegel. Klar. Mach nichts anderes. Es gibt Leute, die sammeln Briefmarken und du sammelst Blutegel. Genau. Ist hier noch... Kann man sich hier hinbiegen oder so? Irgendwie ist hier noch... Nee. Ja, sie kotzt. Wenn du auf deine Minimap guckst, ist dahinter noch irgendwie so ein kleiner Raum, aber da kann ich mich nicht hinbeamen. Ja, stimmt, aber das ist öfter so, dass auf der Minimap das ein bisschen anders aussieht. Oh, komm mal, schicke gelbe Blumen. Ja. Ich finde das ganz hübsch. Oh, ich hab einen Blutegel bekommen. Ja, ich auch. Und Wissen. Jetzt bin ich total schlau. Ach, apropos Wissen. Man hat ja den Mentor-Bonus unten über der XP-Leiste stehen. Und da steht jetzt... Ah! Ja, wie braucht der denn zum Platzen? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich meinte das jetzt mit den Gilden-Boni. Ach so. Wenn man in der Gilde ist, dann kriegt man ja jetzt immer Boni auf... Moment. Erfahrungspunkte von besiegten Gegnern, Ruhmzeichen beim Abschluss von Wettkämpfen... Und die Stapelgröße für von Monstern fallen gelassene Münzen. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja, Gold ist sehr wichtig. Ich habe so wenig. Ja. Und, also, ja. Ja, obwohl, es gibt jetzt sogar ein Tier, diesen flinken Beißer. Dafür gibt es auch eine Errungenschaft. Es gibt übrigens auch ganz viele neue Errungenschaften. Mhm. Wo haben wir sie? Da. Sieht man hier nicht. Muss man einmal runterscrollen. Da gibt es noch Begleiter. Und da ist dieser Vorsicht bissig. Ruft einen grünen Beißer. Ich weiß nicht, ob das der ist. Es gibt nämlich schon mal so ein Tier. Nee, das ist der flinke Beißer, ne? Achso, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Tier, wenn man einen Premium-Account hat. Den meinst du, ne? Ja, hast du dafür ist jetzt eine Errungenschaft gekriegt? Nee, das ist der flinke Beißer mit 5% Angriffsgeschwindigkeit. Genau. Den anderen... Es gibt nämlich noch einen anderen, den kann man, glaube ich, für 3000 oder 5000 Gold kaufen. Mhm. Ich glaube, es war 3000. Und der macht 5% Angriffskraft, was eigentlich als Begleiter sehr gut ist. Das Totem ist ja auch schick hier. Schön lila. Erinnert ein bisschen an Kali, finde ich. Die ist auch immer lila. Da läuft irgendeine Suppe unten raus. Guck es mal an. Wenn du das nach ranzoomst. Das ist bestimmt Nebel. Achso, da meinst du. Nein. Ich glaube, dem Opferstätten. Ich glaube, dem Herrn ist schlecht. Okay. Nee, aber was ich noch sagen wollte zu den Gildenboni. Man kriegt irgendwie pro aktivem Mitglied, aktiv heißt in dem Fall alle 30 Tage einmal einloggen. Das bekommt man irgendwie 0,1% auf eben besagte Sachen, wie Gegner töten und so. Eigentlich ganz cool. Ja. Jetzt hat man sogar mal was davon, dass man in der Gilde ist. Reisestein gefunden, er ist ebenfalls deaktiviert. Okay. Super. Toll. Ja. Ist ja, ne? Warum nicht? Aber ich find's cool, dass einem jetzt nicht mehr alles so komplett angezeigt wird, sondern man auch mal ein bisschen selber rumlaufen muss. Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Bug ist, dass das irgendwann bald beheben, weil das ist, finde ich, auch persönlich sehr gut, dass einmal ein bisschen suchen muss. Ja, es war auch ein bisschen langweilig. Ja, immer bist du hingerannt. So, Reisestein. Also eigentlich sind diese lautlosen Fleischjäger ja ganz witzig. Die sehen saulustig aus. Die
sehen einfach aus, als würden die Kinder fressen. Ist doch wahr. Wenn du dir anguckst, diesen riesen Mund, die du da vorne dran haben. Ja, und dann greifen sie dich mit einem Schwert an, weißt du? Haben so einen riesen Mund, aber... Ja, also eigentlich könnten sie einfach zubeißen. Aber ich glaube, das ist ihr Bauch, der einfach aufgerissen ist und mutiert. Weiß ich nicht. Weil guck mal, die haben sogar noch einen Kopf. Der hängt da hinten dran. Siehst du ihn? Stimmt. Der hängt da hinten dran, ja. Okay. Creepy. Na, so ist das, wenn man Kinder frisst, ne? Dann hängt der Kopf hinten an dir dran. Ja. Kannibalismus ist nicht gut. Das teleportiert sich. Ah. Es ist total ungewohnt, dass man sich mit dem Todesstoß jetzt auf einmal heilen kann. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja, ich muss mich auch dran gewöhnen, dass ich mich mit dem normalen Schuss hier heilen kann. Wenn du triffst oder wenn du tötest? Wenn ich töte. Töten, töten. Ich habe eine Kraftrune gefunden. Hey, du auch? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es gerade Kraftrune erbeutet. Kraftrune? Ja, ist ein Reisestein oben. Da muss jetzt, glaube ich, muss jetzt wieder hin als Fragezeichen. Ich glaube, ich habe die Quest nicht angenommen, hä? Was? Sammle Skorupite, suche einen Reisestein. Ach da, nee, ich habe sie einfach noch nicht erbeutet. Hast du schon den Reisestein gefunden? Ja, den habe ich gefunden. Ich war okay. Mit dir da oben. Ja, weißt ja nie, bist du nicht hingerannt, ne? Dann ist es doof. Oha. Ja. Ist das deine Singe oder? Ich bin tot. Der hat mich angekotzt. Hey. Kann mich ganz locker heilen hier. Einfach stehen bleiben. Ich muss einfach nehmen. Ja, du hast mir alle weggeschnappt. Jetzt bin ich wieder schuld. Nee, es ist einfach ungewohnt, mit 4500 Leben rumzurennen. Ja, das stimmt. Ich hatte auch, also ich habe jetzt auch nur noch 4100 Leben und vorher hatte ich halt was mit 5300 oder so. Ich bin auch mit irgendwas um die 6000 rumgerannt, das war... Und halt mit Schild immer, aber... Ja. Ah, jetzt habe ich eine Kraftrune gefunden. Super, jetzt kann ich auch da oben hin. Lass doch mal wieder da oben hingehen. Ich geh jetzt andersrum, haha. Ich bin schneller. Ich wollte nur andersrum gehen. Okay. So, ein schicker Stein hier. Hast du den Stein hier schon gesehen? Den komischen weißen... Mit den Blumen? Ja, der ist schön. Der hat was. Würdest du dir ins Wohnzimmer stellen? Nein. Nicht wirklich. Und ich glaube, die 15 Minuten sind erreicht, oder? Sind sie schon wieder erreicht, sagst du? Ich glaube sogar schon 17. Warte, nein. Wenn wir um 50 angefangen haben? Nochmal 15 Minuten, okay, hast recht. Was haben wir denn noch? Die Quest habe ich jetzt schon fertig. Gut, ich muss eh nur noch ein paar Blutegel sammeln, dann würde ich sagen, dann schneide ich jetzt nochmal eine Runde. Und dann gehen wir die beiden Quests noch ab und nehmen die neuen an. Gut. Gut, bis gleich. So, da bin ich wieder. Hat jetzt, glaube ich, eine gute Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Außerdem, da sind wir wieder. Ich bin immer noch dabei. Ja, ist in Ordnung. Da sind wir. Da hat es aber gerade ziemlich lange gedauert, diese Robux-Sekrete zu finden. Aber jetzt haben wir es geschafft. Du das lesen. Ich gehe ja in die Stinkeblume. Geil, Stinkeblume. Geil. Okay, dann. Also. Blutegel haben alle Tiere befallen, die ihr untersucht habt. Sehr mysteriös das Ganze. Vielleicht übertragen sie ja eine Krankheit, die Kreaturen so wild macht. Wie nur sehr mysteriös. Interessant. Soll ich weiterlesen noch? Mhm. Ihr möchtet, dass ich mir die Blutegel anschaue? Gerne, Venua. Aber wenn all diese Kreaturen davon befallen wurden, müssen wir auch ihren Ursprung finden. Wollt ihr nachschauen, wo die Blutegel herkommen, meine Dame? Ach Gott, ihr redet ja sehr geschwollen. Ja, das ist so weise. Ja, das können wir natürlich tun. Geben wir erstmal die anderen Quests ab. Yay, funktioniert eigentlich Rückruf? Warte, ich versuch's mal. Mal gucken, wo ich hinkomme. Kommt irgendwo eine andere Kasche oder so. Verbindung wird aufgebaut. Und wird aufgebaut und... Ah, nee, ich bin richtig. Hä? Ich bin jetzt gerade wieder irgendwo aufgetaucht. Hä? Ich bin das mitten auf der Map. Oh, nee. Hä? Guck mal schnell in dein Inventar, ob die Sachen noch da sind. Das hatten die anderen aus der Gilde doch vorhin auch.
dass sie dann Rückruf gemacht haben und alles zurückgesetzt war. Ich habe hier noch Sekrete, Spione, ja. Die hast du schon abgegeben? Nein. Na, dann musst du es in. Ich hab sie aber noch im Inventar. Immerhin. Ich geh vorher mal zu Fuß. Okay. Alles gefixt, gar kein Problem. Das sind keine Bugs, das sind alles Features. Alter, da war ein Skorpion, der sich auch beamen kann. Das ist auch cool. Aua, aua, aua. Ich komm sofort. Ja, ja, lass dir Zeit. Ich trink mal einen Schluck. Ich mach keinen Teleport mehr. So, Errungenschaft erworben, das zweite Mal. Das Weltenheld ist in Gefahr. Hä? Das zweite Mal? Ja, keine Ahnung. Hatte ich eben auch schon, als ich auf die andere Map kam. So, dann gebe ich erstmal das hier beim Botschafter ab. Was kann ich für dich tun? Wie bitte? Ein weiterer defekter Reiseschein? Herzlichen Dank, dass du ihn repariert hast. Das wird unsere Reise in den Dschungel erheblich erleichtern. Shirley, ich habe mich ein wenig umgeschaut und bemerke, dass einige Habseligkeiten der Kundschafter fehlen. Manche Dinge sind für uns hier von Nutzen, andere sind Geschenke, falls wir auf Ureinwohner stoßen. Bitte sieh nach, ob du die Habseligkeiten wiederfinden kannst. Die Halbseligkeiten. Suchen wir mal die Halbseligkeiten. Auf jeden Fall. So, was hat denn hier der Schmied? Nee, Alchemist, Entschuldigung. Ah, ihr seid zurück. Habt ihr alles bekommen? Hervorragend. Severosh wird stolz auf mich, auf uns sein. Bevor ihr geht, beschreibt mir doch die erschlagene Bestie noch einmal genauer. Die waren rund und dick und sahen aus wie ein Frosch. Da kriegt man die coole Schildkröte. Ja. Entschuldigung. Für 7 Tage. Immerhin. Ja. Ich habe nachgedacht. Vielleicht können wir mit dem Verhalten der einheimischen Tiere neue Erkenntnisse entlocken. Ich habe auf dem Weg hierher Schildkröten und Kraken gesehen. Bitte schaut, ob ihr ihre Eier finden könnt. Allerdings sind diese oft sehr gut versteckt. Dann werden wir die mal suchen. Ich habe schon gehört, also das habe ich mich nicht gespoilert, aber ich habe schon gehört, die findet man sehr, sehr selten. Gut, wann werden wir die suchen? Nächste Folge? Ganz genau. Juhu! Bis dahin, macht's gut. Tschüss.